Hi Leute, ja, heute ist es wieder soweit. Es ist ein neues Paket da, das ich mit euch gemeinsam wieder öffne und ausprobiere. Das ist alles drin, Schönes zu schnappern gibt, aus welchem Land es kommt. Und ja, wir schauen einfach mal. So, schwer, es ist schwer. Und es kommt aus meinem absoluten Lieblingsland, ne? Aus Schweden. Richtig schön. Eine Karte aus Stockholm. Sehr schön. Ja, ich bin noch ein bisschen außer Puste, weil ich musste das Paket gerade etliche Kilometer her weit abholen. Ja, jetzt packen wir es mal aus. Gucken wir mal, was drin ist. Achso, ich brauche erstmal mit schlauen Zettel wieder, wo alles drin steht. Immer dieses kleine Booklet hier. Da ist immer alles beschrieben. Ja, wir müssen heute wieder zu Hause den Film machen, weil es draußen ja nach Regen ausschaut. So, da fangen wir mal an. Das ist geriffelte Kartoffelchips. Verfeinert mit Dill und Schnittlauch. Schwedens Crunch-Abenteuer. Das rutscht auch noch mal in die Kamera. Schön. Ja, hier zu Hause kann es passieren, dass wir hier auf einmal die Katze mitguckt. Ja, mal riechen. So, so sehen die aus. Richtig lecker. Also die Kräuter schmeckt man. Es ist mild, aber richtig geil. Ja, das Kamera gewackelt, das war eben Lotte. Weiter geht's mit dieser Tüte. Partykracher und Couch-Snacks in einem. Leckere Maisflips mit Käsegeschmack. Vorsicht, Zuchtgefahr. Nach Snack-Session droht alles weg zu sein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So Käse-Crackers sind immer lecker. So. Na, sind aber winzig. Miniatur-Erdnussflips. Ja, Lotte ist auch sehr interessiert. Na, das wird ja ein lustiges Video. Ist meins. Ja, halt Erdnussflips mit Käsegeschmack. Weiter geht's. Haben wir schon mal ein Getränk wieder. Wie immer. Zuckerfreie Erfrischung mit süßem Erdbeergeschmack. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, zuckerfrei würde ich nicht sagen, das ist zuckersüß, aber ja, das ist sehr lecker. Da gibt es doch hier so Erdbeerpulver, was man in Milch machen kann. So schmeckt das, bloß dass es halt im Wasser gerührt ist. Weiter geht's mit was Süßem. Sieht das sehr interessant aus. Auf meinem schlauen Zettel. Ja, ein schwedischer Klassiker. Fruchtfläschchen mit Bubblegum, also mit Kaugummi, Flavor. Eine Tüte voller sauerfruchtiger Kudis. Probieren wir es mal. So kleine Fläschchen. Mit so Zucker drumherum. Holla, die Waldfee. Hier ist schon wieder die Lotte. Das ist sehr sauer. Aber lecker.
Richtig lecker. Weiter geht's. Wieder etwas Süßes. Poppiger Favorit. Knusprige Maispuffer getunkt in Gluitas, cremige Milchschokolade. Luftiger Snack für zwischendurch. Also irgendwie haben viele immer so Sachen aus Mais und so. Ne? Wo sehen sie aus? Aus der Tüte kommt ein riesen Schwall Schokoladenaroma. Mmh. Man sieht schlecht, aber es hat eine Ähnlichkeit mit Knusperflocken. Das schmeckt mir richtig geil, die Schokolade drumherum. Das nächste, ja, Cola-Fruchtgummis in Schnurform. Leckerei aus dem hohen Norden. Ich weiß mal hier nicht so eine Schnur futtern. Die sehen sehr groß aus. Ich zeige euch mal eine einzelne. Wenn ich die hier rauskriege, das ist ein Klumpen mit vielen Schnüren. Probieren wir mal ein Stück. Huch. Naja. Schmeckt halt nach Cola, ne? Kann man schlecht beschreiben. Nur zu wenig. So, nächstes. Raspberry Flash. Saurer Schaumzucker, Totenköpfe mit leckerem Himbeergeschmack. Abgebildet wie so ein kleiner Totenkopf. Die Kamera stellt es gerade nicht scharf. Kautschig wie Kaubonbon. Obendrauf auch so eine Art Zucker, was auch süß und sauer ist. Der Himbeergeschmack ist sehr dezent. Aber auch das ist sehr, sehr lecker. So. Na, was hier drauf steht, den Begriff kennen wir, Smarties. Kleine weiße Schokoladenknöpfe mit bunten Smarties. So. Das sieht richtig cool aus, wie Mini-Plätzchen mit Mini-Smarties. Also das Weiße ist eine normal weiße Schokolade und in der Mitte diese drei Smarties. Ein sehr leckerer Geschmack. So, jetzt kommt die Emma. Die seht ihr noch nicht, ist aber gleich im Bild, da ist er. Da ist die Emma. Und das letzte Produkt. Davon hätte es zwei Varianten gegeben. Ich habe... Ja, da ist irgendein Raubvogel drauf. Steht sogar drauf, Made in Schweden. Geil. Zarte Milchschokolade mit kandierten Mandeln oder mit leckerer Keksoklade. Stückchen schwedischer Schokogenuss. So. Das letzte Produkt für heute. Emma, das ist nicht für dich. Du hast gar nicht so zu geiern. Die Stückchen sind auch süß. Die sind... Emma, mach die Nase weg. Schön klein. Nur Schokolade. Ich muss euch sagen,
die Schokolade, das habe ich auch vorhin schon bei eines anderen Produkte gemerkt, aus Schweden. Die sind mal richtig lecker. Schmeckt ganz anders, wie wir es hier kennen. Richtig mega geil. Ja, das war es aber auch schon wieder für heute, für dieses Video. Das nächste wird in einem Monat wieder kommen, aus dem Land, keine Ahnung. Bis dahin, ciao.